Plumps. Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Let's Play von mir. Ach ja, ich gucke jetzt mal die Haupteinstellung hier durch. Geräusche, komm, die machen wir mal laut. Musik dadurch dafür umso leiser. So, Stimmen, keine Ahnung. Die lasse ich mal so. Ich lasse mal kurz die Untertitel aktiviert. Mal sehen, wie das ist. So. Video. Gut. Ist eigentlich auch okay. Steuerung, was müssen wir denn da machen? L2 ist greifen. Rechte Hand ist greifen. Totstellen und springen. Aha, das ist alles. Gut. Anpassen, was hat das? Bearbeiten. Aha, wir können. Ohne Körper. Alt was? Das ist dasselbe oder wie? Wir können auch ein Hund sein. Ach ja, geil. Aber was ist denn hier mit dem Oberkörper, Kapuzenpulli, aha, Jacke, Polizeiuniform, Handwerker, Oberroll, ups, Schutzanzug, okay. Aha, oh ja, nee, kein Schneemannkostüm. Pinguin, ja klar, tollpatzig. Agentenkostüm, Feuerwehr, Uniform, Sommerhemd. Nur sowas hier wäre geil. Ritterkostüm, ja, bei grün. Und ein Schwert ist klar, soll wohl ein bisschen Link darstellen, ne? Ja. Also. Piratenkostüm, Astronautenkostüm, Weihnachtsmannkostüm, Niedergewand. Oh, ach Gott, was das nehme ich denn da? Ich nehme lustigerweise mal hier dieses, ich will mal sagen, Link-ähnliches Kostüm hier. Oder sowas wie Prinzessin Peach, aber sind die eigentlich männlich? Dann machen wir männlich. Unterkörper, was gibt's denn da? Grüne Hose und so weiter, Polizei, alles was dazugehört. Und die andere Hose, Piratenhose, Astronautenhose, Weihnachtshose ein. Ach so. Jogginghose. Ja, ich mach dann die Jogginghose, warum nicht? Grün zu grün. Ach so, Körper, ach toll. Jetzt kann man hier auch noch gelb haben wir gemacht, kommt nix. Bei Rot kommt auch nix. Wieso kommt da nix? Ach, das Gesicht. Gesicht. Wenn das, naja, ich will das nicht ganz so hell haben. Machen wir.
könnte denn. Vielleicht so. Oder so. Das ist auch nicht ganz so weiß. Genau. Mach ich das mal so. Körper 3, was gibt's denn da? Ach, das ist der Hut. Oder die Mütze. Also wenn wir schon so einen wie Link haben, ich glaube, dann sollte man auch die Mütze grün machen. So. Oder nehmen wir ein anderes Grün. Nehmen wir dieses. Und dann kommt hier der Oberkörper. Ah ja. Genau. Man könnte ihm lange grüne Ärmel geben. Ja. Man kann natürlich auch den so anziehen wie Mario zum Beispiel. Blau und rot oder so, aber. Ich würde mal sagen, so, das sieht dann einfarbig aus, so. Das hier ist das, ja, was könnte man da denn? Entweder ganz oder... Ja, ja. Unterkörper, die Hose. Rot und grün und überhaupt. Lass mal das mal so. Ich nehme das einfach so. An der Seite, da kann man ja mal gelb lassen. Das passt irgendwie gut. Ansonsten rot ist auch noch gut. Ja, so, dann ist das gut. Nein. Ich will keinen Spieler wechseln und das zu vereinfacht, dann wir auch zurück wieder. Genau, so. Human Fall Flat. Yeah. Dann würde ich sagen, kann es losgehen. Neues Spiel starten. Genau. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich weiß nur, dass es so vom Lesen her irgendwas ein bisschen mit Rätseln zu tun hat und so weiter. Und da bin ich mal gespannt. Patsch. Oh. Der hat keine Knochen mehr. So, wir sind am Weißen Haus angekommen. Ja. Ach Herrgott, ist der besoffen oder was? Können wir denn auch so runterfallen? Ja, können wir. Trophäe erhalten, kein Entkommen. Na super. Einfach mal so was runterfallen, habe ich eine Trophäe bekommen. Halte L oder R2 gedrückt, um die Fernbedienung zu aktivieren. Was? Okay, die haben wir jetzt aktiviert. Humans, they will run into every door they encounter. Ich glaube, die Tür in den Weg stellt. Wir sind im Weißen Haus, so sieht es aus. Dann gehe ich mal. Drücke jeden Knopf, der sich ihnen präsentiert. Alles klar. Es wurde gespeichert. Der Lover, wenn er die Hosen voll hat, also. As you may have noticed, wie der wahrscheinlich von euch gefallen ist, traf so nach den Dingen, die du so hast, falls du etwas nicht greifen oder deine Hände, sondern deinen Kopf.
You may need to look up to grab something that is high. And you will have to bend over to reach something that is on the floor. Ja, gut. Kann ich da nicht nochmal aufheben? They will reach high and bend low. Die strecken sich hoch und bücken sich tief, um den Titel zu erreichen. Gut. Da haben wir ein, ja, pissenden Bauarbeiter oder was, der jetzt natürlich nicht Pipi macht, sondern so andeutet, dass man ja gleich muss oder so. Alter, das hört sich ja komisch an. Moment, in die Mitte stellen und genau. Ja. So. Yet they can't fly and never will. Glaubensfall, noch nicht den Trophäe erhalten. Über den Wolken. Aus. So, wo sind wir? Oh, was ist denn hier los? Da ist ein Zug entgleist. Na, so eine Schande. Lass mich mal hier umgucken. Aha. Wir können nur etwas. Bam. Das ist kein Mensch oder was? Das ist auch keine Puppe, das ist eine Marionette. Da fehlen nur noch die Fäden. Eine Insel mit zwei Bergen. Und mit gleichen auf der Berge. Möchte einmal hinreichen in der Winterwunderwelt. Oder so ähnlich. Ja, gut. Ja, Waffen, richtig. Ich zieh mal. Vielleicht können wir. So. Können wir die Tür hier öffnen? Ja. Hm. Okay, wir können das auch wegziehen. Vorsicht. Können wir auch von der Seite? Ja, es geht auch. Wir kommen durch, das ist gut. So. Das ist ein Eisenbahnrätsel. Alles klar. Den hier unten brauchen wir nicht. Naja, ein bisschen vielleicht, aber gucken. Ah ja. Gut. Plumpsti-bumpsti. Jetzt müssen wir da oben raufkommen, ne? Kann das sein? Aber vielleicht auch nicht zu weit oder so. Weil, nein, andersrum. Oder? Wupp. Naja, also weit können wir auch nicht springen. La 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 la. Hä? Und hä? Wow, gut. Einmal drücken. Okay, da halt mal einen Zug fahren. So. Hallo? Kannst du reingucken? Hier sind wir also hier oben. Interessant. Ein Eisenbahnrätsel. So. Da
Unten war ja dann. Nein. Okay. Wir müssen jetzt wohin? Wo müssen wir hin? Können wir den hier vielleicht bewegen? Nein. Nein, geht nicht. Gut, wir müssen da oben rüberkommen. Jetzt müssen wir erstmal richtig nachdenken. Das heißt, ja, da können wir nicht rüber. Das ist jetzt ein Problem. Im Moment noch. Plumps, warte mal. Ich muss den vielleicht irgendwie hier hin, aber. Nein, kann den nicht bewegen. Weil die olle Lok da dran hängt. Komm auch da nicht hoch, außer hier. Dann bewege ich den erstmal so ein bisschen hier rüber. Oh. War wohl zu weit, oder? Vorsicht. Warte mal. Hep. Der kann ja nicht gerade hochspringen hier. Der kleine. Huch, wo kommt denn mal die Fernbedienung her? Halte dich an einer Säule fest, während du auf der Plattform auf der Plattform gehst. Halte dich an einer Säule fest, während du auf der Plattform gehst. Ah ja. Genau, so kann man. Stimmt. Das ist ja auch logisch. Warte mal. Noch mal ein bisschen hier rüber. Damit ich jetzt von hier oben drauf komme. Hep. Ja, das war toll. Moment, noch mal ein bisschen mehr. So. Alles klar. So, jetzt können wir uns wohl hier festhalten und dann abstützen. Ja, Vorsicht, früh genug loslassen. So, loslassen. Gut, dann kann ich hier rüberlaufen. Jetzt muss ich den noch ein bisschen hier rüberziehen. So, jetzt haben wir hier angedockt. Und dann bin ich hier drüben. Gut. Habe ich ja natürlich sofort gewusst, ne? So. Okay. Ja. Und dann fahren wir wieder runter. Wow, ich bin Superman für Anfänger. Ich kann aber nicht fliegen. Ditz. Puff, puff. Trophäe erhalten. Wieder ein. Was haben wir denn hier für eine Plattform? Ah. Oh, okay. Komm mit, Kasten, komm. Oder Kiste. Moment, so, loslassen. Na, es geht.
Okay, jetzt kommt Plattformrätsel. Oh. Komm her, komm, nein. Ich hab dich. Komm mit, komm. So. Einmal hier, dann loslassen. Eieiei. Okay. Und jetzt kommen wir in Fahrstunde oder was? Ein Lift rauf und runter. Okay. Dann einmal die Kiste. Einmal hier rein. So, dann drücken wir mal. Nee, der will ich so nicht. Nein. Der kann nicht so hoch mit einem dicken Arsch. Okay, warte mal. Moment, dann ziehen wir die nochmal raus. Ich dachte, ich fahre die Kiste da hoch, aber. So, dann eben jetzt nochmal die Kiste nehmen. So, dann hier hoch. Jawohl. Und dann kommt die Kiste. Die Seite. So, lauf da. Wir kommen einen Raum weiter. Yeah. So, da ist die Plattform. Und die Kiste ist da unten. Oh, ich bin ja sowas von betrunken. Ja. Das heißt, wenn ich das runter geht, geht da das Tor auf die Tür. Oh je. Okay. Erstmal hier einen runterholen, den Lifter, komm her. Nein, nicht so weit hoch. So. Dann Kiste nehmen. Da drauf stellen. So. Das Ding hier anschieben. So, dann hier den Knopf drücken. So, jetzt hier rüber. So, beweg dich, Kiste. Ah. Aha. So, ja. So, jetzt einmal kurz hier bewegen. Vorsicht. Und nochmal. Nicht so doll, nicht so doll, nicht so doll. Ja. Gehen wir nochmal hier nah am Rand. So, und ziehen uns nochmal. So. Besser geht's nicht. Ja. Und dann Kiste hier. Oh Gott. So. Das war doch super. Komm her. So, loslassen. So, Lift, noch dann wieder runterholen. Was ist, wenn ich da drunter stellen würde? Macht er mich dann platt oder was? So. Der Fahrstuhl nach oben ist besetzt. Wir müssen warten. Okay, und es heißt wieder eine neue Plattform. Gut, Freunde, das waren jetzt erstmal so die ersten 20 Minuten. Gefällt mir bis jetzt. Sowas mag ich, ja. Rätselrat und sowas. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der neuen Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, ihr Rätselfreunde, und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.